bin Svenja und ich bin heute in Kiel unterwegs, um den besten Kaffee zu suchen. Wenn ihr neu in Kiel seid, aufgepasst, denn ich werde heute ein paar coole Cafés besuchen und dort mal den Kaffee probieren. Also, los geht's! Ich stehe hier gerade vor dem Impulscafé am Alten Markt in Kiel, weil ich gehört habe, dass es hier richtig guten Kaffee geben soll. Lasst uns doch mal reingehen und das direkt ausprobieren. Hallo! Hi! Hey, ich bin Svenja. Ich bin auf der Suche nach gutem Kaffee in Kiel. Ja, da bist du hier richtig. Habe ich mir schon gedacht. Was macht denn euren Kaffee so besonders? Wir rösten hier selber. Ah, okay. Mhm, genau, im traditionell handwerklichen Röstverfahren. Mhm. Das heißt auf Niedrigtemperaturen relativ lange, sodass es möglichst viel Chlorogensäure abbaut. Das ist das, was auf den Magen geht. Also unser Kaffee ist sehr magenfreundlich und säurearm. Wow, okay, cool. Ich habe jetzt auch richtig Lust auf einen Kaffee. Was würdest du mir empfehlen? Ich glaube, ich würde dir einen Mochaccino machen. Magst du ein bisschen Schokolade drin? Gerne, ja? Klingt dann gut. Machen wir das einmal. Schön. Vielen Dank, das sieht toll aus. Das war ja so cool im Impulscafé. Die haben so viel Auswahl und rösten ihre Bohnen ja auch sogar selber. Ich bin total gespannt, wohin uns unsere Suche nach dem guten Kaffee in Kiel noch bringen wird. Aber bis dahin lasse ich mir erstmal meinen Kaffee schmecken. Ich stehe gerade vor dem Backelied in der Möllingstraße. Für guten Kaffee ist man hier genau richtig. Moin! Hey, hallo! Ich bin Svenja, ich bin auf der Suche nach dem besten Kaffee in Kiel. Ja, willkommen im Bakelit. Du bist an der richtigen Stelle. Dankeschön. Ich habe auch gesehen, ihr habt hier eine eigene Röstmaschine im Vorraum stehen. Genau, das ist unser kleiner Trommelröster. Damit machen wir so Mengen von 10 Kilo. Also das ist ganz fern ab von der Industrierüstung. Wir rösten schön gemächlich und geduldig, sodass man viel Geschmack aus der Kaffeefrucht selber noch rausbekommen kann. Mhm. Woher bezieht ihr denn eure Kaffeebohnen? Wir haben welche aus Südamerika. Das sind so die mit dem traditionellen Kaffeegeschmack, mehr schokoladig. Aber wir haben auch welche aus Afrika, aus Äthiopien beispielsweise, wo er ursprünglich auch herkommt. Und die sind deutlich fruchtiger und etwas spannender. Cool, ich hätte auch total gerne jetzt einen Kaffee, glaube ich. Kannst du mir einen empfehlen? Ja, gerne. Trinkst du gerne Hafermilch? Ja, als Alternative? Gerne. Ich würde dir einen Cappuccino mit Hafermilch machen. Wie wäre das? Wunderbar, klingt gut. Vielen Dank. Der Kaffee im Bakelit ist auch echt lecker. Mal sehen, was das nächste Café uns bringt. Als nächstes besuchen wir das Café Fresco am Exerzierplatz. Hier gibt es einen richtig schönen Innenhof. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin Svenja. Ich bin auf der Suche nach dem besten Kaffee in Kiel und ihr habt es ja so schön hier. Oh, vielen Dank. Was macht denn das Café Fresco eigentlich so besonders? Ja, im Fresco, da achten wir, wie du sehen kannst, eben viel auf Natur und Umweltfreundlichkeit und so versuchen wir eben auch unsere Produkte sehr nachhaltig zu gestalten und eben regional einzukaufen. Ich hätte auch total gerne jetzt einen Kaffee. Kannst du mir einen empfehlen? Ja, wie wäre es vielleicht mit einem Cappuccino oder Milchkaffee? Ja, gerne einen Cappuccino. Gerne, bringe ich dir sofort. Dankeschön. Ich bin ja so froh, dass wir hier gelandet sind im Café Fresco. Im Hinterhof ist es so schön. Bitte schön. Vielen Dank. Lass dir schmecken. Dankeschön. Ich muss schon sagen, ich habe heute so viele verschiedene Cafés in Kiel besucht. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was das Beste sein soll. Jedes ist so individuell und hat seine eigenen Vorteile.
Ich würde sagen, besucht doch selber mal Cafés in Kiel und schaut, was euch gefällt.